was wir jetzt mit den Leuten gemacht haben, das war Rhythmuserfahrung. Aber es ging jetzt nicht darum, einen Rhythmus zu lernen, in dem Sinne, dass ich hier rauskomme und dann mit dem fertigen Rhythmus hier rauskomme, sondern dass wir den Rhythmus als Methode, als Mittel genommen haben, um dadurch eine Entwicklung für sich selber zu machen, für sich selber wahrzunehmen. Wie gehe ich mit Rhythmus um? Wie gehe ich überhaupt mit Pulsation um? Wie gehe ich mit mir selber um? Ja, wir erleben uns im Training der Gleichzeitigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig auf den unterschiedlichsten Ebenen wahrzunehmen. Und mit diesem Training der Gleichzeitigkeit ist automatisch verbunden die erweiterte Wahrnehmung. Wir sensibilisieren unsere Sinne im Hören, im Fühlen. Hat mir sehr gut gefallen und ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall weiter informieren werde und wahrscheinlich auch nochmal einen Kurs machen werde dazu.